Wiedergutmachung 1 gegen Wiedergutmachung 2. So kann man diese Partie zwischen Chemnitz und Göttingen auch umschreiben. Die Niners in den dunkleren Trikots, ja zuletzt mit einer 46-Punkte-Schlappe in der Basketball-Champions League. Die Göttinger nach 14 Tagen Pause hoffentlich genesen von der desaströsen Niederlage gegen Ludwigsburg. Und tatsächlich die Gäste mit dem besseren Start, sogar einer 6-Punkte-Führung hier im ersten Viertel. Die Chemnitzer brauchten ein bisschen Anlaufzeit, waren dann aber sehr präsent unter dem Korb, vor allen Dingen auch durch Olivier Kamua. Ein flottes Spiel in den ersten 10 Minuten mit hohen Wurfquoten. Gar nicht mal so überragend viel aggressive Defensive. Ein Spieler machte es Göttingen besonders schwer. Aher Uguak, die 1 bei Chemnitz. Ein echtes Problem im Matchup für die Gäste. Wir sind noch in der ersten Hälfte. Von der Bank kam Victor Bailey bei den Niners und er brachte direkt 100% Quote mit. Von den ersten 4 Würfen traf er alle 4. Wieder Uguak und er kommt eigentlich immer überall dahin, wo er hinkommen will. Uguak mit einer starken Performance bereits hier in der ersten Hälfte. Führung knapp für Chemnitz, Mitte des zweiten Viertels. Und die Quote bleibt gut von draußen bei Bailey. Aber die Göttinger mit guter Körpersprache, mit gutem Einsatz, die 14 Tage Pause haben gut getan. Hier mal einer der wenigen Fehler in der ersten Hälfte, die dann natürlich sofort zu leichten Punkten führen, wenn man solche Ballverluste begeht. Garrett schließt ab für die Niners, die bis dahin beste Phase für die Gastgeber. Aber die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Göttingen bleibt dran. Die zweite Hälfte, die Niners jetzt mit einem etwas größeren Vorsprung, 55-46 Mitte des dritten Viertels und dann auch mal Fastbreak-Punkte für die Gastgeber, abgeschlossen erneut von Victor Bailey. Auf Seiten der Göttinger hier Kostja Muschidi, ihr bester Offensivspieler, 24 Punkte. Muschidi vor allen Dingen in vielen 1-gegen-1-Situationen die letzte Hoffnung für die BG-Offensive. Auch Enzminger mit einer ordentlichen Partie im Schlussviertel. Trotz des etwas höheren Rückstands, die Göttinger immer gewillt, dran zu bleiben. Kämpfen bis zur letzten Minute. Die Entscheidung dann kurz vor Ende durch den erneut erfolgreichen Bailey von jenseits der 3-Punkte-Linie. Gute Moral bei Göttingen, das kann man bei der BG vielleicht mitnehmen aus diesem Auftritt hier. Noch einmal hier ein Anspiel unter den Korb auf Wiggins. Trotz alledem bleibt es dabei, die BG kann bisher noch kein Spiel in der BBL gewinnen. Die Chemnitzer gewinnen 96-88 gegen Göttingen. Mehr Social Content rund um Basketball, hier bei uns bei Dein Basketball.